Head Prestige mit Plus, das ist jetzt definitiv eines der meistgespielten Rackets auf der Tour. Wieder Prestige, eine Familie, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Generationen im Tennis, wenn man vom Prestige ausgeht. Dieser Schläger ist jetzt ein Tour-Einstiegsmodell, würde ich sagen, auch von den Spezifikationen her, die uns der Peter Lerner erklären wird. Also wie du gesagt hast, das ist schlechthin der Klassiker. Schlagfläche 630, enges Bespannungsbild mit 18 Längsseiten und 20 Querseiten für optimale Ballkontrolle, schlanker Rahmen, gute Dämpfung mit dem neuen Graphenmaterial. Also das ist sicherlich der Schläger für den sportlich ambitionierten Spieler. Das ist ein Schläger, wo es doch noch auch um die Kontrolle geht und das Handling ganz gut ist dieser Schlägers, aber es ist schon von der Gewichtsklasse her ein Schläger, der in dem Turnierbereich oder sagen wir mal so, wo die Eltern, sage ich immer, einiges für den Tennislehrer ausgegeben haben. Also ein reiner Hobbyspieler wird wahrscheinlich weniger Freude haben mit dem Schläger. Wie würdest du das sehen? Für wen ist der Schläger? Ja, es ist, wie du sagst, der ist im absoluten Top-Bereich anzusiedeln. Ja. Für Spieler, die eine gute Kontrolle haben, die wissen, was sie machen, ist es ein Traum. Es ist ein absoluter Klassiker. Es ist ja fast schon, ja, für Tennisliebhaber ist es eigentlich das... Ja, das hat was. Also das hat was Nostalgisches. Mir hat es halt unglaublichen Spaß gemacht, den Schläger zu testen, mit dem Schläger zu spielen. Dauert dann ein paar Schläge, bis man richtig spürt. Aber wenn man ihn dann mal hat, dann macht der Ball genau das, was man will. Dann fliegt er dahin, wo man will und dann kann man richtig Gas geben. Und dann geht es da richtig ab mit dem Schläger. Also man kann sagen, wenn man möglichst nah an die Tour-Rackets rankommt, dann ist man mit den, oder rankommen will, dann ist man mit dem Prestige mit Plus auf alle Fälle richtig dort. Denn das ist mit 320 Gramm 98er Schlagfläche. Das ist heutzutage fast eine normale Schlagfläche. Früher war es wirklich mit Plus. Heutzutage sind auch die Tourspieler dort angekommen. Wirklich ein Racket für sehr, sehr ambitionierte Spieler.